Die Frage, die sich stellt, ist, ist der heutige Tag der Auftakt zu einer neuen Weltordnung? Bei seinem Besuch in Moskau hat Chinas Staatschef Xi Jinping den Beziehungen seines Landes zu Russland Priorität eingeräumt. Am Nachmittag traf Xi den russischen Machthaber Putin für weitere Gespräche. Unter anderem sprachen beide über einen Friedensvorschlag für die Ukraine. Der Westen, der befürchtet allerdings, dass China Russland für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine Waffen liefern könnte. Gegen Kreml-Chef Putin besteht zwar seit vergangener Woche ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine, und dennoch hat ihn Xi nach Peking eingeladen. Heute, Putin sei noch dieses Jahr in der Volksrepublik willkommen. Wenn der Hausherr des Kremls seinen wichtigsten Verbündeten empfängt, wird es pompös. Putin und Xi wollen über einen Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft verhandeln. Zwei große Abkommen sind geplant. Der Kreml will auch eine militärisch-technische Zusammenarbeit besprechen. Der Westen fürchtet, China könne Russland Waffen liefern. Bei seinem Treffen zuvor mit Russlands Premier Mischustin gab sich Chinas Staatschef konziliant. Der Mechanismus für regelmäßige Treffen zwischen unseren Ministerpräsidenten muss wiederhergestellt werden. Sie sind auch herzlich eingeladen, China sehr bald zu besuchen. Ich freue mich auch sehr, heute mit dem Premierminister und so vielen führenden Politikern zusammenzutreffen. Ich würde mich auch gern weiter mit Ihnen austauschen. In Moskau hört man das gern. Seit den westlichen Sanktionen braucht man China umso mehr. Als neuen Absatzmarkt für Gas, für ein gemeinsames Finanzsystem und als Warenlieferant. Wir haben über eine neue Gasleitung von Russland nach China gesprochen. Da geht es um 50 Milliarden Kubikmeter Gas. Wir müssen Handel und Finanzen weiter auf Rubel und Yuan umstellen. Ich bin dafür, dass der chinesische Yuan zur Verrechnung zwischen Russland und Asien, Afrika und Lateinamerika genutzt werden kann. China soll außerdem die Industriezweige, die Russland verlassen haben, ersetzen, zum Beispiel im Schiffsbau und Automobilbau. Angeblich braucht Russland China auch für die Lieferung von Vorprodukten für die eigene Waffen- und Munitionsproduktion. Es gibt auch Berichte aus der Ukraine, dass in Schrapnellen chinesischer Stahl nachgewiesen wurde. Aber all das sind Dinge, die darauf deuten, dass natürlich die russische Rüstungsindustrie auf dem einen oder anderen Weg einfach auf chinesische Produkte, Vorprodukte, Rohstoffe zurückgreifen muss, um diesen Krieg weiter zu befeuern und weiter aufrechtzuerhalten. Derweil geht der Krieg ein paar hundert Kilometer südlich unvermindert weiter. Xi Jinping hatte zum Auftakt des Treffens die neutrale Position Chinas betont. Allerdings hat er Russlands Krieg gegen die Ukraine auch nie verurteilt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.